Hallo, meine Lieben. Ich möchte dieses Video, diesen kurzen Clip hier vor jeder Jahreslegung einblenden. Hat verschiedene Gründe. Ich möchte mich zuallererst mal ganz herzlich bei euch bedanken. Ich finde es echt heftig, wie dieser Channel ja innerhalb dieses Jahres gewachsen ist. Viele von euch wissen ja, dass ich das noch nicht so lange mache. So ab April, Mai rum, meine ich, war das dieses Jahr, noch dieses Jahr. Und ja, hätte nie gedacht, was für Ausmaße das erreichen könnte. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei euch bedanken für den ganzen Support, für die lieben Kommentare, für das positive Feedback, für die Views, für die Likes, für die Spenden natürlich auch. Hat mich echt überrascht, im positivsten aller Sinne natürlich. Würde mich natürlich auch extrem freuen, wenn es so weitergeht. Ich möchte euch natürlich auch erhalten bleiben, weil mich das erfreut, was ich mache, weil ich das gerne tue. Und ja, hoffe natürlich, dass es auch weiterhin so positiv sich gestalten wird. Deshalb nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch. Diejenigen, die beispielsweise bei mir auch schon ein persönliches Reading buchen konnten, das war ja so im Sommer der Fall dieses Jahr, die wissen, dass ich ja auch da schon gesagt habe, ich halte es für weniger sinnvoll, länger als 6 Monate lang in die Zukunft zu schauen bzw. Prognosen zu ziehen. Ja, da diese Meinung vertrete ich nach wie vor weiterhin. Es spielen eben ja menschliche freien Willen mit rein, die äußeren Einflüsse spielen mit rein, die halt sehr, sehr viel schneller als 6 Monate sich schon ereignen könnten. Deswegen, ja, je länger eine Zeit eben verstreicht, desto mehr kann sich eben auch das Kartenbild und das Kartenblatt verändern und dann eben sich die Situationen und Umstände doch etwas anders gestalten, als sie, ja, in den Wochen- oder Monatsreadings zu sehen sind. Eine Jahreslegung ist da schon etwas ganz was anderes. Dementsprechend und auch geschuldet den ganz vielen Nachfragen, die ich von euch über sämtliche Medien, über die Kommentare Facebook, Instagram erhalten habe, wo mich doch so viele um eine Jahreslegung doch gebeten haben, habe ich mir dann gedacht, ja, okay, machst du halt, ne, so ungefähr. Aber ja, ich habe dementsprechend aber doch mein System etwas abgeändert. Ich möchte das natürlich nach wie vor, und ihr kennt ja meine Readings mittlerweile, so detailliert wie möglich machen. Deswegen möchte ich auch weiterhin natürlich in die Tiefe gehen können, sofern es möglich ist. Deswegen werde ich hier ein etwas anderes System anwenden. Und zwar werden links 6 Karten zunächst einmal sein, rechts 6 Karten zunächst einmal sein. In der Mitte werde ich ganz am Anfang Hauptenergien haben mit den Krafttier-Orakelkarten, die ihr mittlerweile sicherlich kennt. Nicht eine, sondern zwei, weil, na, es ist, erstens mal hat das Jahr doch dann 365 Tage und nicht nur 30 oder 31. Und dementsprechend würde ich da gerne etwas tiefer eintauchen. Weiterhin kläre ich dann jeden Monat bzw. die Karte für jeden Monat mit einer weiteren Karte, um dort eben etwas tiefer reinzugehen oder reingehen zu können. Und um es dann noch detaillierter zu gestalten, und dann kristallisiert sich womöglich schon raus, ob es für euch resoniert oder nicht, liebe Leute, könnt ihr auch gerne das weiterführende Reading in Anspruch nehmen, wenn ihr möchtet, wo ich dann quasi noch einmal die einzelnen Monate mit 3 weiteren Klärungskarten vertiefe. Um die Videos so, ja, die Videos würden sehr, sehr lange dauern, wenn ich das jetzt wirklich Schritt für Schritt, so wie meine Monatslegungen oder die Halbmonatsreadings halt durchgehen würde, würde das Video, was weiß ich, 2 Stunden gehen oder so. Deswegen werde ich zwar zeigen, wie ich die Karten mische und hinlege, das allerdings aber auch im Fast Forward. Also ich werde dann, ihr werdet sehen können, wie ich hier in einem rasanten Tempo die Karten mische. Wundert euch nicht, ich habe keine Superkräfte erlangt, aber ja, ich lasse das Video einfach an der Stelle etwas vorspulen, bis ich dann zur eigentlichen Deutung komme. Und ab da geht das Ganze wie gewohnt dann seinen Weg. Ich hoffe natürlich, wie gesagt, weiterhin auf eure Unterstützung. Nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Hoffe, ihr habt Freude an dem Video. Hoffe natürlich, es resoniert mit so vielen wie möglich. Und ja, dann wünsche ich euch ein ganz, ganz tolles 2021. Einen guten Rutsch, wie man sagt. Kommt gut rüber, wie man in Franken, glaube ich, sagt. Ich weiß es nicht sicher. Wünsche euch sehr viel Gesundheit, anhaltendes Glück, definitiv Erfolg in allererster Linie. Und dann hoffe ich auch, dass wir uns im neuen Jahr wiedersehen werden, meine Lieben. Und jetzt viel Spaß beim Video.
So, hallo liebe Krebse. Eure Karten liegen auf dem Tisch. Ihr spielt ja auch mit relativ offenen Karten, die ja mich doch schon sehr tief Einblicke gewähren hier. Es geht hier teilweise um sehr viel Spirituelles, liebe Krebse. Das sieht man auch schon sehr früh am Jahresanfang, dass da einige von euch sich ja mehr reinfuchsen, dieses Thema etwas mehr vertiefen, beziehungsweise großes Interesse eurerseits sehe ich dort auf jeden Fall vorhanden. Möglicherweise auch eine Intensivierung eures spirituellen Wissens, eures geistlichen Seins sozusagen. Euer Krafttier, und die ist sehr unbeliebt und ich mag sie nicht auch unbedingt, ist hier die Spinne mit ihrer Schöpferkraft. Das ist eure Hauptenergie. Nimm den Faden deines Lebens auf, löse dich aus alten Verstrickungen, eine neue schöpferische Freiheit kündigt sich an. Ob man jetzt Spinnen mag oder nicht, liebe Krebse, sie hat definitiv recht, denn man sieht eine neue schöpferische Kraft auf eurer Seite auf jeden Fall. Ich habe doppelt Herrscherin vertreten, einmal hier sogar aufeinander spiegelnd. Ich meine, liebe Krebse, euch wird es hier gelingen, im Laufe des Jahres einiges zu erfahren, einiges besser durchleuchten zu können, womöglich mit Hilfe eben spirituellem oder Energiearbeit. Und euer zweites Krafttier ist die Eule, und ich meine, es ist eine Schleiereule hier, hat für mich auch immer etwas mit Weisheit zu tun, mit Wissen zu tun, ähnlich wie der Eremit hier links oben, beziehungsweise auch mit Kommunikation zu tun, Flugtiere allgemein. Die Eule spricht von der Einweihung und eine Einweihung ist dahingehend so zu verstehen, dass man hier Einsicht in bestimmte Situationen, in bestimmte Umstände bekommt, eben durch Erweiterung des eigenen Wissens oder des Wissensschatzes hier. Man kann auch sagen, den Horizont erweitern. In der Dunkelheit wird das Licht geboren. Wende dich der dunklen Seite zu und erleuchte sie. Darin liegt die Lösung. Viele von euch, liebe Krebse, ertappe ich vor allem hier in einer sehr negativen Angelegenheit, die potenziell liebestechnischer Natur sein könnten. Das kann Liebeskummer sein, das kann ja vielleicht aber auch ein Mangel an Selbstwert oder Selbstliebe sein. Beziehungsweise fühlt man sich hier in einer gewissen Art und Weise unerfüllt und ich meine, es ist auf die Gefühlswelt zu deuten hier. Dort befindet sich beispielsweise diese Dunkelheit, von der die Eule hier spricht. Und wenn man da genauer hinschaut, wenn man durch diese Dunkelheit hindurchgeht, wenn man schaut, was das mit einem macht, sozusagen, sich seinen Ängsten, seinen Gefühlen, seinen Emotionen stellt, kann man hier Erleuchtung finden. So etwas Derartiges, davon spricht hier auch die Eule weiterhin. Und ich meine, ihr seid hier auf einem sehr, sehr guten Weg, eben dieses Licht am Tunnel sozusagen, das kann man ja hier auch drin lesen oder so assoziieren, zu erreichen, beziehungsweise sehr, sehr viel näher ranzukommen, als es einigen von euch bisher mental gesehen jedenfalls ermöglicht wurde, liebe Krebse. Euer Januar hier links oben startet mit dem Gericht. Das ist der erste Schutzengel, der hier auftaucht. Ihr habt hier weiterhin auch noch in den Liebenden da unten einen Schutzengel. Und der Gerichtsschutzengel, beziehungsweise eben das Gericht selbst, handelt von einer Auferstehung, einer Auferweckung. Den Ruf des Schicksals folgen, sagt man, es ist eine Art Erleuchtung hier. Beziehungsweise meine ich, dass hier einige von euch schon in einer sehr, sehr tiefen spirituellen Ebene sich befinden könnten, liebe Krebse. Das hat etwas mit Feinfühligkeit zu tun, mit Empathie zu tun, mit einem gewissen, ja, vielleicht einer gewissen Vorausahnung schon. Sensibilität natürlich auch dafür ein Faktor. Definitiv meine ich, dass hier einige von euch schon sehr feinfühlig, sehr hellfühlig, sagt man auch gerne, sind. Möglicherweise könnten einige von euch ja, so Art Visionen haben. Ihr könntet hier sehr, sehr stark verträumt sein, liebe Krebse, beziehungsweise achtet vor allem in den ersten beiden Monaten etwas vermehrt auf eure Träume, denn das könnten hier Zeichen und Signale für euren weiteren Weg sein. Der Schutzengel bietet, wie der Name schon sagt, Schutz hier oben. Ihr seid also behütet, ihr seid hier von Anfang an behütet sogar und das wird sich hier auch das komplette Jahr durchziehen. Liebe Krebse, ihr erhaltet also Beistand, ihr erhaltet hier Hilfe von oben, von Gott, Schicksal, Universum, Engel, ne? Wie auch immer eure Weltanschauung ist, definitiv ist mit dem Eremiten auf das Gericht hier eine tiefe Insichtkehr und eine Weißwerdung sozusagen. Ihr werdet hier teilweise wirklich sehr weise, was im Prinzip Spiritualität angeht. Die daneben liegende hohe Priesterin ist auch so ein Indikator dafür, dass es hier um Feinfühligkeit geht, um Spirituelles geht.
um Intuition, um Bauchgefühl geht hier. Der Eremit hier, und ich meine, es geht hier auch sehr viel um Hoffnung, liebe Krebse. Habe ich hier einen sehr, sehr starken Impuls empfunden, als ich diese Eremitkarte hier etwas genauer betrachtet habe. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Reading das war, aber ja, es ist hier leider etwas unscharf. Schaut euch diese Laterne des Eremiten an. In dieser Laterne befindet sich keine Kerze, es befindet sich auch kein elektronisch betriebenes Licht hier, es ist ein funkelnder Stern in dieser Laterne. Auch in den normalen Rider-Waite-Tarotkarten kann man diesen Stern erkennen, in den Hexentarotkarten kann man ihn auch erkennen. Ich finde das irgendwie, und ich kriege schon wieder Gänsehaut, so eine schöne Geschichte, dass hier im Prinzip eine verwaiste Person, eine möglicherweise alte Person natürlich, beziehungsweise sehe ich hier auch oftmals die Einsamkeit drin in dem Eremiten, was ja auch eine klassische Deutung des Eremiten ist. Und er erhält sich quasi mit seinem eigenen Stern seinen Weg. Und ich finde diese Deutung so schön ausgelegt, dass man hier eventuell seinen Funken Hoffnung bewahrt, sozusagen. Dass man an etwas glaubt, dass man etwas hofft. Nicht unbedingt erwartet, aber jeder von uns hat im Prinzip eine tiefe Hoffnung. Das kann natürlich auch Materielles betreffen, das kann aber auch in den meisten aller Fällen ist das auch so, einen ganz, ganz bestimmten Menschen betreffen, liebe Krebse. Und es gilt hier in jeder Angelegenheit, obgleich welche das ist, ne, eine gewisse Hoffnung, sich stets zu bewahren, liebe Krebse. Und ich glaube, so etwas oder so etwas Ähnliches werdet ihr hier entweder erfahren, beziehungsweise ja, in euch selbst quasi entdecken, eine Art eigener Hoffnungsschimmer, ein eigener Hoffnungsstern sozusagen. Das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, liebe Krebse. Ich meine, es gilt hier darum, seine eigenen Wünsche nicht nur zu definieren, sondern daran festzuhalten. Viele von euch könnten in eine gewisse Art und Weise auch vielleicht etwas ungläubig dem gegenüber sein, dass eigene Wünsche, Ziele und Träume sich erfüllen können, weil hier einige von euch, Konjunktion 7 der Münzen, schon länger einem Stern hinterher jagen könnten. Das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, beziehungsweise haben sich eben diese Wünsche und Ziele bisher noch nicht für die meisten von euch und vor allem nicht in allen Belangen, ja, in die Tat umgesetzt, beziehungsweise sind real geworden. Es gilt hier trotzdem eine gewisse ja, Hoffnung, sich zu bewahren, einen Hoffnungsfunken stets vor sich herzutragen und dieses auch als Ziel, als Motivation anzusehen, weiterzumachen, beziehungsweise auch an sich selbst oder eben per se an der Wunscherfüllung zu arbeiten, liebe Krebse. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Deutungsvariante und vor allem der Eremit auf das Gericht hier. Ich kann hier definitiv davon sprechen, dass es hier für einige von euch gilt, eben an euren Hoffnungen, an euren Zielen, an euren Träumen festzuhalten. Und jener Stern hier in dieser Laterne des Eremiten könnte ich mir auch als das Licht im Dunkeln eben vorstellen. Es wird hier dunkle Zeiten geben, beziehungsweise seid ihr hier auch vielleicht im Jahr 2020, vielleicht auch schon vorher natürlich, das kann sich durchziehen, ganz, ganz klar, durch sehr dunkle Zeiten gegangen, liebe Krebse. Das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Und eventuell durch die Spiritualität, eventuell doch durch Umstände, das hier sind auch oftmals Ereignisse oder eben ja Geschehnisse vom Schicksal sozusagen hergeführt oder von Gott, von Universum, ne? Je nach Glaubensrichtung, kann das hier definitiv für äußere Einflüsse stehen, die euch wieder hoffen lassen oder durch die ihr trotzdem eine gewisse Hoffnung zu tragen habt. Das kann beidseitig sein. Definitiv ist das hier so etwas wie eine Erleuchtung, eine Erfüllung, die tief in euch drin steckt, liebe Krebse. Und ich bin hier sehr, sehr nah schon an der Schöpferkraft und auch an der Einweihung am Anfang des Jahres. Die Schöpferkraft kommt dann auch mehr hierdurch noch, aber die Einweihung hier, dieses Licht in sich entdecken, würde ich es jetzt fast schon nennen, hier, wenn ich das bildlich deute, das passiert hier schon relativ am Anfang, liebe Krebse. Die 7 der Münzen. Die 7 der Münzen deutet auf eine Wartezeit hin, eine Geduld hin, ein Können aber nicht wollen, ein Wollen aber noch nicht können. Ihr hier, liebe Krebse, und ihr seid hier mit der Hohepriesterin auch draufgeklärt, deswegen handelt es sich um euch und um euer Umfeld, seid hier definitiv willens, etwas zu erreichen. Ihr seid ständig am Tun, ihr sucht überall in jedem, ja, in jedem Bereich eures Alltags im Prinzip eine Chance zur Verbesserung. Beziehungsweise seid ihr auch sehr vorausplanend, liebe Krebse. Der Mann auf den 7 der Münzen, das ist derjenige, der seinen Strauch bestückt hat, sozusagen, und jetzt so langsam aber sicher mal
seine Ernte einfahren möchte, seine Früchte verkosten will. Er kann das aber noch nicht. Er schaut hier etwas gelangweilt auf diesen Strauch hier, beziehungsweise weiß er auch, dass es noch etwas dauert, bis man hier die Ernte einfahren kann. Mit der Hohepriesterin draufgeklärt, handelt es sich wiederum um Spiritualität. Es handelt sich hier um Intuition, Bauchgefühl, Feingefühl. Es handelt sich hier auch um eine Person und in dem Fall seid ihr das, liebe Krebse. Ja, die schon einiges mitgemacht haben in ihrem Leben, die definitiv auch die positiven und negativen Seiten, also hier sind die Schattenseiten, hier sind die Lichtseiten des Lebens dargestellt in diesen beiden schwarzen und weißen Säulen eben. Und ich meine, liebe Krebse, aufgrund dessen, dass hier ein gewisses inneres Gleichgewicht herrscht, welches hier auch der Eremit schon verkörpert, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ihr dem gegenüber, und es ist unabhängig davon, was ihr fühlt oder was ihr erahnt, liebe Krebse, ob das jetzt positiv oder negativer Natur ist, dem gegenüber habt ihr gewisse Vorahnungen. Anstehenden Ereignissen, wie gesagt, ob positiv oder negativ, sei mal dahingestellt, es ist im Prinzip das Gleiche. Seid ihr etwas ruhiger, ne, im Vorfeld schon gegenübergestimmt? Demnach eben habt ihr schon eine gewisse Ahnung, eine gewisse Feinfühligkeit. Davon rede ich immer sehr, sehr gerne, dass ihr im Prinzip erahnen könnt, was da auf euch zukommt und euch dementsprechend schon etwas darauf einstellen könnt. Ihr könnt dem nicht entgegenwirken, ne? Das wisst ihr auch sicherlich, spätestens wenn ihr hier dieses Wissen euch angeeignet habt, liebe Krebse. Aber ihr könnt euch darauf einstellen. Und dieses Vorwissen, dieses Vorahnen sozusagen, liebe Krebse, das kann euch in eine, ja, in eine ruhige Art und Weise wirklich helfen. Das ist hier mit diesen beiden Karten dargestellt. Für viele von euch, liebe Krebse, sehe ich hier eine tiefe Insichtkehr, eine innere Reinigung, beziehungsweise auch ein, ja, doch wirklich sehr fortgeschrittenes inneres Wissen, das möglicherweise sogar noch vertieft wird im Laufe dieser ersten beiden, 3 Monate vielleicht. Zeit ist fließend, ne? Bitte beachtet das. Einige von euch könnten diesen Prozess auch schon stark intensiviert haben und dadurch eine gewisse Einweihung erhalten haben, sozusagen in die innere Welt, in die geistliche Welt, in die spirituelle Welt. Okay? Davon spricht hier nämlich auch die Eule. Als nächstes kommt hier der Narr. Der Narr ist die allererste Karte. Er steht für Neustartpotenzial, definitiv. Weiterhin geht es hier um Blauäugigkeit, Naivität, beziehungsweise auch einen Sprungwagen. Ein Sprung ins Ungewisse, sagt man sehr, sehr gerne, beziehungsweise ein Risiko einzugehen. Und liebe Krebse, ich könnte mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass das Risiko einzugehen für viele von euch hier dahingehend resonieren könnte, dass ihr hier etwas in Angriff nimmt, vor der ihr euch bisher gefürchtet habt, liebe Krebse. Ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass ihr euch einer ganz gewissen Situation bislang gesträubt habt und jetzt quasi euren Mut zusammennehmen könntet, beziehungsweise merkt, innerlich merkt, dass man hier etwas tun muss, dass es gilt, seinen Zepter in die Hand zu nehmen, Herr seines eigenen Schicksals zu werden, beziehungsweise das Rad des Schicksals mal selbst in den Gang zu bringen, so ungefähr. Es passiert nichts ohne Grund, liebe Krebse, das werden einige von euch wissen, ne? Je nachdem, je nach Weltanschauung natürlich ist das auch unterschiedlich. Es muss ja auch nicht für jeden von euch so hingehend resonieren, liebe Krebse. Ich sehe aber euch hier definitiv etwas anpeilen, beziehungsweise etwas anpacken, was ihr bisher noch nicht getan habt, was euch auch ängstlich gestimmt hat. Es ist risikobehaftet. Hier mit den 10 der Schwertern auf dem Narren ist das hier definitiv etwas, was ihr am liebsten hättet vermeiden wollen. Ja, aber es kommt im Prinzip so, wie es kommen muss. Man kann nichts lange genug aufschieben, dass es dann irgendwann verpufft. Sowas gibt es nicht. Und mit den 10 der Schwertern hier könnte ich mir definitiv vorstellen, dass ihr hier ein Thema anpacken möchtet, welches euch ängstlich stimmt, welches euch vielleicht auch an dessen positiven Ausgang zweifeln lässt. Das kann ich mir hier auch sehr, sehr gut vorstellen. Und ich meine, es geht hier um etwas, was sich noch nicht so ganz geregelt hat. Es könnte sich hier um ein Thema handeln, welches ihr schon länger quasi in euch trägt, beziehungsweise mit dem ihr länger schon zu tun habt. Und bisher etwas, naja, so kommt Zeit, kommt Rat, diese Einstellung hattet, liebe Krebse. Das kann sehr, sehr gut sein, dass ihr auch in einer gewissen Hoffnung diesen Themas gegenüber bisher verharrt habt, aber es gilt hier jetzt, die Sachen in die Hand zu nehmen, liebe Krebse. Ich meine, diese Sache sozusagen, von der ich hier rede, das kann natürlich vielseitig ausgelegt sein, hat aber hier etwas mit einer Herzensentscheidung zu tun. Die Liebenden hier unten, es kann natürlich auf eine Partnerschaft, eine Beziehung hindeuten. Eine Beziehung kann man natürlich aber auch mit
einem Familienmitglied haben, einen Freund haben, einen Arbeitskollegen haben, einen Bekannten haben, seinem Kuscheltier. Ich habe eine Beziehung zu meinem Schnitzel, bevor ich es esse. Bin so ein bisschen schwarze Witwe-mäßig dahingehend. Egal. Eine Beziehung kann man mit jedem Menschen haben. Es muss hier nicht tatsächlich oder per se den liebestechnischen Bereich betreffen, liebe Krebse. Ich meine aber dennoch, dass es für einige von euch der Fall ist, dass es sich hier um liebestechnische bzw. gefühlsmäßige Angelegenheiten handelt. Möglicherweise in Bezug zu einem ganz bestimmten Menschen, den ich hier definitiv nicht direkt ausmachen kann. Ich kann euch jetzt hier kein Sternzeichen nennen. Bitte, ich sage auch in den Jahreslegungen keine Sternzeichen hier. Man kann sich da wirklich nicht drauf verlassen. Das sollte man auch nicht in den Monatsreadings. Das sage ich auch jedes Mal. Aber ich habe bei so vielen Karten definitiv jedes Sternzeichen vertreten, liebe Krebse. Deswegen bitte nicht darauf versteifen. Ich meine aber, dass ihr in einer liebestechnischen Angelegenheit, die euch bisher etwas ängstlich oder zweifelhaft gestimmt habt, potenziell hier eine Balance reinkriegen möchtet. Gerechtigkeit in dem Sinne, die Dinge klarzustellen, euren Stand zu markieren sozusagen, beziehungsweise vielleicht auch euren Stand in Erfahrung zu bringen. Hier mit der Spiegelung auf den Eremiten kann man das auch so deuten. Ich meine, es geht hier um etwas, was seit einiger Zeit, und Zeit ist fließend, bitte beachten, euch sowas wie ein Dorn im Auge ist, euch manchmal etwas ungewiss stimmt, manchmal zweifelhaft stimmt, manchmal Sorgen bereitet. Definitiv ist das eine Angelegenheit, die nicht ganz im Reinen ist. Ja, und ich meine, das könnte sehr, sehr gut schon mit der 7 der Münzen hier länger mit euch mitgetragen werden. Und mit dem folgenden Narren hier schafft ihr es quasi über euren eigenen Schatten zu springen, beziehungsweise ja, den nächsten Versuch, den nächsten Anlauf zu nehmen, diese Dinge ins Reine zu bringen, sozusagen. Spricht hier auch die Spinne im Prinzip davon. Es geht hier darum, alte Verstrickungen zu lösen, mit einer neuen schöpferischen Freiheit anzugehen. Und das ist definitiv hier sehr, sehr gut dargestellt. Mit der Gerechtigkeit soll hier ein Ausgleich geschaffen werden. Es könnten Kompromisse, Entscheidungen vielleicht sogar getroffen werden. Beziehungsweise ist tatsächlich das Gleichgewicht, Fairness ist darin repräsentiert. Und für einige von euch könnte es sich hier auch um eine gerichtliche Angelegenheit handeln, ne? Mit der Spiegelung Gerechtigkeit auf Gericht kann sehr, sehr gut sein, dass ihr hier in einer Art Sorgerechtsstreit seid. Möglich. Vielleicht auch in einem Scheidungsprozess. Es kann hier sehr, sehr vieles sein, gerichtlich auszulegen, kann für euch auch so hingehend resonieren, liebe Krebse. Natürlich nicht für jeden, das ist ein allgemeines Reading. Mit den 6 der Schwertern ist hier Zielstrebigkeit, Ehrgeiz angezeigt. Ihr seid hier im Laufe des Jahres, wertet ihr das auch immer zielstrebiger auf eure Ziele hinzu, auf eure Wünsche hinzu, auf eure Träume hinzu, liebe Krebse. Ihr merkt hier, dass man etwas tun muss für die Erfüllung, ne? Man kann sich hier nicht zu Hause auf die Couch setzen und warten, bis das Glück einen in den Schoß fällt. Das funktioniert nicht, das weiß man auch spätestens, wenn man das hier gemacht hat. Und hier mit den 6 der Schwertern heißt es auf zu neuen Ufern. Auf zu, ja. Auf dazu, die Dinge zu regeln, die es zu regeln gilt, die euch unangenehm sind, die euch traurig stimmen, aber auch natürlich, die euch fröhlich stimmen und eben jenen Frieden zu bewahren. Es gilt hier daran, oder ja, es geht hier darum, anzupacken im Prinzip. Spiegelung auf 7 der Münzen könnte jetzt dahingehend resonierend sein, dass hier einige von euch den Lebensfluss sozusagen einfach geschehen haben lassen. Eine gewisse Alltagsroutine kehrt ein und die mag positiv sein, die kann aber nicht, und das ist ja immer in jedermanns Leben der Fall, dass ein Alltag, ein Lebensalltag stets zu 100% positiv verläuft, dass es wirklich keine Baustellen gibt, dass es nichts gibt, woran man arbeiten könnte. Das kann ich mir nicht vorstellen und ich meine, es ist auch nicht der Fall, liebe Krebse. Man kann aber immer etwas erreichen, man kann immer an etwas arbeiten bzw. etwas verbessern. Und das seht ihr hier potenziell nicht nur ein, sondern strebt ihr sogar an. Mit den 3 der Kelche darauf geklärt, kann es sich hier um vielerlei Sachen handeln. Ich sehe hier definitiv ein Kollektiv, ich sehe hier aber auch Anlässe zur Feierlichkeit und zur Freude. Und jene Anlässe sollen eben erstrebt werden. Jedes Freudegefühl soll eben erstrebt werden. In negative Unannehmlichkeiten des Alltags, liebe Krebse, soll eine gewisse Annehmlichkeit reinkommen. Das kann je nach Gewichtung und je nach Situation natürlich unterschiedlich stark sein. Beziehungsweise hat das hier oftmals etwas mit den 3 der Kelchen, ist das auch so ein Signal mit der Familie zu tun, mit dem Freundeskreis zu tun, vielleicht aber auch mit dem Kollegium zu tun. Kann hier sehr, sehr gut sein. Definitiv ist das hier auch eine Wiedervereinigungskarte.
Und mit der Konjunktion zu den Liebenden kann es sich natürlich auch um eine, ich sag mal, eingeschlafene Beziehung oder Partnerschaft vielleicht sogar handeln, beziehungsweise herrscht zwischen euch und einem bestimmten Menschen, der eventuell hier hochgewichtet wird von euch. Dann ist es liebestechnisch resonierend, liebe Krebse. Eine gewisse Funkstille herrscht. Und es gilt hier wieder, ja, den Kontakt aufzunehmen, beziehungsweise eben etwas, was droht einzuschlafen, was droht im Nichts zu verschwinden, sozusagen, definitiv sich hier mit der Konjunktion zum Stern, zum Stern, also zu dem Stern da im Eremiten drin, so meine ich das jetzt, zu erhalten. Weitere Konjunktion ist die Sonne, auch sie spricht von Freude, von positiver Lebenseinstellung, von Optimismus hier, beziehungsweise auch von Harmonie eben. Also diese Konjunktion hier, Sonne, Sechs der Schwerter und der Eremit hier, deutet definitiv darauf hin, in einer, ich sag mal, unangenehmen Angelegenheit. Und das muss jetzt nicht hier Zehn der Schwerter Kaliber sein, das kann hier auch etwas Kleineres sein, ne? Je nach Situation natürlich gilt es hier auf jeden Fall, Freude hineinzubringen. Und die Möglichkeit, hier Freude hineinzubringen, liebe Krebse, ist jedem Menschen überlassen, wie er das macht, beziehungsweise ob er das tut. Und mit den zwei der Stäben sehe ich hier, dass einige von euch es im Prinzip als nicht eure Angelegenheit betrachtet haben, beziehungsweise habt ihr euch nicht in der Macht, in der Kraft gefühlt, etwas an den vorherrschenden Umständen hier, zwei der Stäbe auf zehn der Schwerter, zu tun, beziehungsweise aus eigener Kraft einen Umstand zu verbessern. Kommt natürlich wieder speziell auf die Angelegenheit drauf an, je nachdem, mit welcher Situation ihr hier handhabt. Einige Situationen kann man definitiv nicht alleine verbessern. Das ist mir auch völlig klar, liebe Krebse. Aber die Situationen, die ihr hier anpacken könnt, die ihr hier von selbst in die Freude, in die Harmonie hier bringen könntet, die packt ihr hier potenziell an. Aus eigener Überzeugung etwas schaffen zu können. Ich kann hier auch von Optimismus reden. Sonne auf den Narren gespiegelt handelt von Optimismus, positiver Lebenseinstellung, hier aber auch Euphorie teilweise zu sehen. Definitiv traut ihr euch hier sehr, sehr vieles zu, liebe Krebse, aufgrund von einer eigenen Überzeugung, aufgrund von Hoffnung, aufgrund von berechtigter Hoffnung, muss ich fast schon sagen. Die Eremitenkarte auf das Gericht ist sehr, sehr stark hier. Das überstrahlt hier irgendwie das ganze erste Halbjahr. Und mit der Sonne hier unten ist definitiv, wie gesagt, der Frieden, die Harmonie, das Glücklichsein, der freundliche und respektvolle Umgang definitiv in greifbarer Nähe. Innerhalb Situationen, die ihr euch bisher vielleicht eine Zeit lang angeschaut habt mit den zwei der Stäben hier, wo es aber jetzt gilt hier, zack, Handlung. Ja? Ich glaube, liebe Krebse, die Herrscherin hier oben ist nochmals als euch in eurer Fallenpower dargestellt. Ich habe sie hier doppelt vertreten und sogar spiegelnd, liebe Krebse. Ich meine, dass ihr hier Erfolge verbuchen dürft. Ich glaube, dass in diesen Angelegenheiten tatsächlich, und diese Zehn der Schwerter ist hier drüben ja tatsächlich eigentlich so ziemlich die einzige negative Karte, die ich jetzt auf den ersten Blick so rausfühlen könnte, dass ihr es schafft, diese Zehn der Schwerter Situationen, ne, diese Unannehmlichkeiten eures Alltags betreffens, vielleicht auch natürlich liebestechnische Angelegenheit betreffend, dass ihr diese eben von Zehn der Schwertern in die Sonne verwandelt, ne, und das sind krasse Gegensätze. Und dadurch, da ihr hier potenziell Erfolge erzielt, und ich sehe euch hier definitiv Erfolge erzielen, liebe Krebse, kommt ihr in den Herrscherinnenstatus. Und die Herrscherin, das ist eine absolute Powerfrau hier. Kann natürlich auch für einen Mann stehen, Geschlechter sind neutral zu deuten. Ich sehe hier auf jeden Fall euch drin, liebe Krebse. Ich sehe euch hier in der Schöpferkraft. Ich sehe euch hier in dem Selbstwert. Ich sehe euch hier im Selbstvertrauen. Ich sehe euch im Stolz und ich sehe euch auf jeden Fall als eine Person, die weiß, was sie kann. Ja? Und dieses weiß, was sie kann sehr, sehr gut sein, dass einige von euch, liebe Krebse, das erst einmal erahnen mussten. Das ist hier passiert. Und dann, nachdem hier Hand angelegt wird, habt ihr dann erfahren können bzw. sehen können, was ihr wirklich imstande seid zu leisten, liebe Krebse. Und mit den sieben der Münzen darauf geklärt, habe ich hier definitiv eine Arbeitskarte zu sehen. Und ich meine, es geht hier darum, wirklich auch eine gewisse Ruhe und Geduld an den Tag zu legen. Denn ich meine, in so einer schöpferischen Kraft, sage ich jetzt mal, kann es sehr, sehr gut sein, dass man abhebt. Ich glaube nicht, dass ihr hier abheben werdet, liebe Krebse. Ich glaube hier, dass ihr
eure Schöpferkraft, eure Überzeugung von euch selbst. Und das hat auch etwas mit Souveränität zu tun natürlich. Das hat auch etwas mit einem sicheren Auftreten zu tun. Positive Ausstrahlung, positive Lebenseinstellung hier, Optimismus. Ihr seid hier in einer extrem und wirklich mit der Spiegelung auf die zweite Herrscherin hier, extrem großen schöpferischen Kraft hier. Was aber euren Alltag angeht, liebe Krebse, ich meine, hier habt ihr die ersten potenziellen Erfolge verbuchen können. Und hier gilt das nun auszuweiten. Ich habe hier eine klassische Arbeitskarte, wie schon gesagt. Und es kann auch sehr, sehr gut so sein, dass es arbeitstechnisch gesehen, und ich meine, hier geht es eher eben um was Liebestechnisches bzw. Gefühlstechnisches, ein Kollektiv angehend oder eine Wiedervereinigung anstrebend. Ja? So etwas ist das hier und hier gilt es, das auf die Arbeit bzw. auf die Tätigkeit auszulegen. Hier gilt es im Prinzip auch neue Wege, neue Chancen, neue Möglichkeiten finanzieller Natur oder arbeitstechnischer Natur an den Tag zu legen, liebe Krebse. Ich sehe hier den Wagen und da seid ihr drin symbolisiert, liebe Krebse. Das ist eure klassische Tarotkarte. Sie spricht von Fortschritt, von Progress und es ist die schnellste Karte im Tarot. Man sagt auch sehr, sehr gerne die Zügel in die Hand nehmen, beziehungsweise sagt man auch der Wagenlenker. Liebe Krebse, ihr dürft hier bestimmen, wo es lang geht, in welche Richtung es geht, wie schnell es geht, wie langsam es geht. Ihr dürft bestimmen, wann ihr beschleunigt, ihr dürft bestimmen, wann ihr bremst. Ja? Das ist alles in eurer Hand. Und die Spinne spricht genau davon. Nimm den Faden deines Lebens auf. Hier würde ich davon sprechen, nimm die Zügel der Pferde in die Hand, ja? Und lenkt den Wagen. Beschleunigt, bremst, geht nach links, geht nach rechts. Ihr bestimmt, wo es lang geht. Eine neue schöpferische Freiheit kündigt sich an. Die Spinne hatte recht, sage ich ja. Mit dem Ast der Münzen auf den Wagen hier geklärt, handelt es sich um Chancen, Potenziale, neu geöffnete Türen, neue Wege, neue Möglichkeiten, die euch hier zur Verfügung stehen, die man vorher eventuell schon hatte, aber noch nicht gesehen hat. Kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Es geht nur darum, eben sich einer Sache anzunehmen, sich einer Sache zu widmen. Und ich meine, hier dürft ihr euch definitiv, und ich meine, wie gesagt, hier schon andere Bereiche gesehen haben. Und hier meine ich, widmet ihr euch den Finanzen oder vielleicht auch der Arbeitssituation an sich selbst. Ja? Neustartpotenzial ist ebenfalls in der Ast natürlich dargestellt und es geht hier weiter mit dem Zwei der Münzen. Das ist der Fortschritt, das ist der Progress, wie es auch natürlich der Wagen sagt. Mit den Zwei der Münzen kann ich mir hier vieles vorstellen. Ich kann mir hier definitiv Dualität vorstellen. Ich kann mir hier sehr, sehr gut Zusammenarbeit mit anderen vorstellen. Ich kann mir hier aber auch beispielsweise einen Nebenjob vorstellen, ein Nebengewerbe vorstellen, ein zweites Standbein kann man sagen. Beziehungsweise natürlich auch eine zweite Einnahmequelle, die ihr hier vielleicht erreichen möchtet, um eben einen finanziellen Progress zu erzielen, beziehungsweise eben auch finanziell stabilisiert zu werden. Ja, kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Es ist natürlich hier auch ein allgemeines Reading und es kann hier nicht für jeden hier in die Selbstständigkeit gehen oder irgendwie sowas. Das ist ganz, ganz klar. Dennoch sehe ich euch hier in einer gewissen materiellen oder finanziellen Intensivierungsphase. Und das geht mit dem Wagen hier potenziell sehr, sehr schnell, liebe Krebse. Mit den zwei der Münzen, die man hier sieht, ist das auch eine Frage, wie man das anstellt. Es ist ein Hin und Her überlegen, es ist ein Pro und ein Contra. Beziehungsweise kann es hier auch wirklich um Zweigleisigkeit gehen, dass man hier einerseits wirklich sagt, irgendwie, ja, ich möchte in meinem Job weiterhin bleiben, natürlich, ich bin dort zufrieden. Und wenn nicht, kann das hier auch ein Wanken darstellen. Dann heißt es aber hier Flexibilität. Dann habt ihr hier weiterhin, und das habt ihr hier definitiv, weil auch die Herrscherin daneben ist, die Zügel in der Hand, liebe Krebse. Ihr traut euch hier etwas. Ihr seid hier, ja, wie auch der Narr sagen würde, über euren Schatten gesprungen. Auch er spiegelt auf die Herrscherin hier übrigens. Das ist hier etwas, ihr traut euch etwas, liebe Krebse. Ihr lasst euch nicht ja, untergraben, beziehungsweise schaut ihr euch die Dinge nicht weiter an, vor allem nicht die, die euch stören, und werdet hier Maßnahmen ergreifen. Und in dem Fall ist das hier tatsächlich, ich meine es so, finanzieller Natur oder arbeitstechnischer Natur, um eben gewisse festgefahrene Situationen oder Unannehmlichkeiten zu verbessern, beziehungsweise in das Gegenteil zu verkehren und es angenehmer zu gestalten. Viele von euch könnten hier wirklich über ein zweites Standbein nachdenken. Wenn das der Fall ist, und das muss natürlich nicht für jeden der Fall sein, ist hier die Königin der Schwerter definitiv für den Ehrgeiz dargestellt, für die Zielstrebigkeit. Das ist so eine Person hier und die schaut auch in die Zukunft hier, was eben diese zwei der Münzen angeht, was ich hier auch für ein zweites Standbein, wie gesagt, auch deuten könnte. Die ist hier
vollends drauf aus, das zu realisieren, weil sie sich das in den Kopf gesteckt hat. Sie hat sich das als Ziel ausgemacht. Mit der Spiegelung auf den Eremiten ist das hier natürlich, aber auch dieser Stern, wo ich gesagt habe, den dieser Eremit sich hier stets vor Augen hält. Und das ist sein Antrieb, das ist sein Ansporn. Das ist der Grund, warum der früh aufsteht. Das ist der Grund, warum der jeden Tag kämpft. Ne? Das hier ist definitiv in der Spiegelung Motivation, Zielstrebigkeit, aber auf Anschlag. Ja, das ist hier wirklich, ne, wirklich Höchstgeschwindigkeit. Das hier ist echt sehr, sehr stark, liebe Krebse. Wenn ihr in dieser Power hier seid, euch steht die komplette Welt offen. Ich sag's euch, ihr könnt hier alles erreichen mit einer inneren Überzeugung, was ihr euch in den Kopf setzt. Ne? Solange es natürlich realistisch ist. Ja? Ich glaube jetzt nicht, dass ihr hier, ne, mit einem Eispickel die Freiheitsstatue besteigen werdet, ohne Sauerstoffmaske und ohne Sicherung sein. So etwas ist das hier natürlich nicht. Man muss da schon realistisch bleiben. Aber das hier ist auch die logische Denkerin, liebe Krebse. Die Königin der Schwerter denkt logisch, sie denkt strategisch, sie durchdenkt auch ziemlich viele Dinge, aber in einem realistischen Maße, nicht in einem ausschweifenden Maße oder abgehoben, ne? Das ist hier nicht der Fall. Sie ist diejenige, die sich aus den Fesseln befreit hat. Ne? Jetzt komme ich wieder zu der Spinne, die eben sich aus Verstrickungen löst. Und das ist diejenige, die weiß, was sie kann, wie gesagt. Weiß, was sie will, ne? Spiegelung auf Herrscher dann sowieso. Und die setzt ihre Ziele durch, die setzt ihren Willen durch und die realisiert. Und das ist hier eine sehr, sehr starke Energie und vor allem in der Konjunktion hier runtergehend mit der Kraft, Mut, Tapferkeit, Kraft an sich natürlich, Optimismus, positives Lebensgefühl. Hier ist Full-Power-Modus, ne? Mit der Herrscherin sogar noch in der Konjunktionsendung. Das ist hier Hulk, ne? So ungefähr. Das ist sehr, sehr stark hier. Die acht der Stäbe handeln von Kommunikation und Bewegung. Es ist die klassische Kommunikationskarte. Es ist auch eine Bewegungskarte. Ihr habt hier viel Bewegung drin. Ne? Übrigens alles zielstrebig und ehrgeizig auf zukunftsorientiert hier. Und mit der Herrscherin darauf geklärt, kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass ihr hier weiterhin A, Erfolge verbuchen werdet, ja? Und B, dass euer Ansehen wächst. Ich meine, es wird hier eine Zeit geben, liebe Krebse, wo ihr selbst nicht nur euer Potenzial erkennt, wo ihr selbst nicht nur in eure schöpferische Kraft kommen werdet. Und das passiert schon sehr, sehr früh am Anfang des Jahres. Potenziell, liebe Krebse, Zeit ist fließend, ne? Aber ich sehe es hier sehr, sehr früh, dass ihr in eure volle Power kommt, ne? So Energy Drink mit hier intravenös Einspritzung. Aber das hier ist eine sehr, sehr starke Energie, vor allem auf die Achterstäbe geklärt. Als Herrscherin erkennen das auch andere. Ihr gebt hier euer Potenzial weiter, beziehungsweise seid ihr hier Ansprechpartner für viele Leute. Ihr seid so etwas wie Mentorin. Ihr seid hier Vertrauenspersonen. Es wird hier Personen geben, die zu euch aufschauen, liebe Krebse, die euch um Rat fragen, die in euch im Prinzip jemanden wirklich Souveränes sehen, die absolut alles im Griff haben. Eine starke Person, eine stolze Person, eine weise Person. Das hier sind definitiv Lehrgespräche, die, ja, ihr halten werdet, potenziell, liebe Krebse. Das ist hier wirklich so eine Sache, dass hier teilweise fremde Leute um euren Rat bitten. Das ist hier wirklich ausgestrahlte Souveränität, von der im Prinzip auch andere Leute ein Stück abhaben möchten, beziehungsweise diese erstmal erkennen und euch dann quasi fragen, ich sehe, dass du hier fröhlich bist, ich sehe, dass du stark bist, ich sehe, dass du irgendwie alles im Griff hast. Wie machst du das? Das sind diese Arten von Gespräche hier, die hier folgen können. Ne? Mit der Spiegelung hier kann das auch sehr, sehr gut sein, dass hier auch diese Souveränität vielleicht sogar mit dem Arbeitsplatz resonieren, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass hier einige eurer Kollegen herkommen, vielleicht sogar dass auch, das kann sogar der Chef herkommen und fragen, wie ihr das anstellt, warum ihr das so gut könnt und so weiter und so fort. Es sind hier bewundernde Gespräche, ne? Das ist hier diese Kombination. In welchem Bereich auch immer, ich könnte es mir arbeitstechnisch resonierend vorstellen hier, definitiv kann das aber auch liebestechnisch sein. Kann sehr, sehr gut sein, so oder so definitiv möglich. Mit der Kraft hier ist Mut, Tapferkeit, Kraft an sich natürlich, Optimismus, Lebensfreude dargestellt. Das hier ist ja, das ist euer Katalysator, das ist hier euer Antrieb, das ist euer Motor, euer Benzin oder euer Diesel, je nachdem. Die Herrscherin, die Kraft und die Königin der Schwerter. Diese drei hier ist Wahnsinn. Ne? Das ist hier wirklich, wie hab's genannt, Hulk, glaube ich. Mit dem Gehängten auf die Kraft geklärt.
Das ist interessant. Ich meine, liebe Krebse, dass man hier tatsächlich Resümee zieht, dass man hier reflektiert. Wenn ich mir das hier anschaue und wenn ich mir das hier anschaue, ja, ist das ein himmelweiter Unterschied. Hier ist man in der Selbstfindungsphase. Hier erkennt man seine eigenen Potenziale. Hier erkennt man seine eigenen Wünsche und Träume. Hier taucht man teilweise natürlich tief in die Spiritualität ein. Hier taucht man aber auch tief in sich selbst ein, in seine Selbsterkenntnisse, in seine Selbstwahrnehmung, beziehungsweise hinterleuchtet man sein eigenes Tun und Handeln und auch zielstrebig und erfolgsorientiert, natürlich aber auch zukunftsorientiert, legt man hier fest, wie man was machen möchte in Zukunft, ja? Und man erlangt hier eine Überzeugung, deren Früchte, sieben der Münzen, diese Früchte hier unten potenziell reifer und reifer werden. Liebe Krebse, das sieht man hier und mit dem Gehängten hier drauf, auf die Kraft geklärt, möchte man A natürlich in dieser Kraft bleiben und das werdet ihr mit Sicherheit schaffen, so zielstrebig und ehrgeizig wie ihr hier seid, liebe Krebse. Königin der Münzen spiegelt auf Königin der Münzen, Schwerter meine ich jetzt. Das ist heftig, das ist hier wirklich, hier bringt euch keiner ab von eurer Vision, von eurem Ziel, von eurem Wunsch, vor allem auch nicht von dem Ehrgeiz, den ihr dahinter steckt. Sehr, sehr starke Energie hier, vor allem auch hier drin zu sehen. Wollt ihr in dieser Kraft hier verharren? Wollt ihr drin bleiben? Ich meine auch mit den Zielstrebigkeit und Ehrgeiz hier werdet ihr das definitiv schaffen. Ich glaube aber auch hier, dass hier eine gewisse Hinterleuchtung oder Einleuchtung stattfinden wird in Bezug dessen, was hier am Anfang geschehen ist, ja? Dass man hier noch einmal Resümee zieht, dass man hier noch mal zurückschaut. Wie habe ich das anfangs eigentlich gemacht? Beziehungsweise wie ist das hier alles entstanden? Woher kommt diese Kraft? Woher kommt dieses Selbstvertrauen? Woher kommt diese Macht in mir? Das kann hier sehr, sehr gut sein, dass das hier noch einmal passiert, liebe Krebse. Nicht verkehrt auf jeden Fall. Und mit der Königin der Schwerter hier hinten, wie auch hier oben, eine zielstrebige Zukunftsausrichtung. Hier habt ihr Pläne, ihr habt Träume, ihr habt Wünsche. Ihr habt hier definitiv diesen Stern hier vor eurer Nase und den werdet ihr so lange verfolgen, bis ihr ihn schließlich in der Hand hält, liebe Krebse. Und davon seid ihr spätestens hier, es wird hier doppelt bestätigt im Prinzip, überzeugt. Ja? Und das ist definitiv der größte Ansporn, den ihr haben könnt, liebe Krebse. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Ich habe auch vieles gedacht, das für mich nicht möglich ist oder sowas. War unsicher dessen, ja, das schaffe ich doch eh nicht und ja, mir fehlen die Mittel und ja, das kann ich nicht und Schwachsinn. Natürlich kann ich das. Ne? Und das werdet ihr hier auch definitiv erfahren. Mit dem Ritter der Münzen hier unten, ich tue den jetzt bloß einblenden, weil ich nicht weiß, ob man den noch sieht hier. Mit dem Ritter der Münzen seid ebenso ihr dargestellt, wie ihr manche Dinge aber auch bedacht angeht. Das hier ist eine sehr schnelle Energie, ja, auch mit dem konjugierenden Wagen hier oben ist das sehr, sehr schnell. Manche Dinge brauchen natürlich eine gewisse Zeit. Das ist hier ähnlich wie diese sieben der Münzen, die hier auch konjugieren, zu deuten, dass es manche Situationen natürlich nicht von heute auf gleich sich lösen lassen. Dass man manchmal auch Geduld in eine Sache stecken muss. Dass man manchmal auch vielleicht Finanzen in eine Sache stecken muss. Ne? Kann hier sehr, sehr gut sein. Definitiv ist hier beide Male eine Zukunftsausrichtung zu sehen. Einmal hier gedanklich, einmal hier ja, körperlich bzw. physisch natürlich. Mit hier Finanzen möglicherweise behaftet, definitiv geht es straight Richtung Zukunft. Und da wird euch keiner aufhalten. Ihr seid hier tatsächlich wirklich irgendwie wie Roadrunner. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber da das Bild hatte ich gerade im Kopf. Ein extrem starkes Reading, wie ich meine, Schöpferkraft definitiv hier vorhanden. Viele von euch erreichen die sehr, sehr früh, andere etwas später. Zeit ist, wie gesagt, fließend. Dennoch ist das Jahr 2021 für euch von eben der Schöpferkraft und auch einer spirituellen Einweihung hier geprägt. Erfolge stehen definitiv an, liebe Krebse, ganz, ganz klar. Aber zunächst müsst ihr euch erst einmal darüber im Klaren werden, was ihr eigentlich alles könnt. Das geht nicht bis in die Arroganz hoch oder sowas. Wenn man hier wirklich tief eintaucht, dann wisst ihr spätestens da, was ich meine, liebe Krebse. Einige von euch sind da schon, andere werden es erreichen. Und dabei wünsche ich euch den größtmöglichen Erfolg. Ich wünsche euch viel Kraft, viel Mut, viel Geduld. Je nachdem, in welcher Situation und welche Angelegenheit es hier auch immer betrifft, liebe Krebse, ich sehe hier ein sehr, sehr schönes Reading. Im weiterführenden Reading werde ich jetzt natürlich hier jeden einzelnen Monat nochmal mit drei weiteren Klärungskarten, ja, deuten im Prinzip, damit ich noch etwas tiefer hineinblicken kann. Wenn euch das interessiert, nehmt es gerne wahr. Es ist natürlich kein Muss, liebe Krebse,
So oder so wünsche ich euch ein wunderschönes, erfolgreiches Jahr 2021 mit anhaltender Gesundheit. Herzlichen Dank noch einmal für den Support, für alles, was mir bisher entgegengebracht wurde von euch. Sehe das natürlich auch nach wie vor sehr, sehr gerne und würde mich auch freuen, wenn es so weitergeht, liebe Krebse. Wünsche euch ein tolles Jahr, wie gesagt. Hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht es gut.